Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Trainsim World 4. Wir fahren heute mal ein Community-Szenario. Auf das gehe ich gleich nochmal ein. Ich mache noch meine ganzen Spaßsysteme mit an. Ja, Sifa bleibt aus. Dö, 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 dö. So, die schmeißen wir schon mal auf die 160. Wunderbar. Türen entriegeln. So. Ja, wir fahren ICE. Und das Szenario heißt, das Ruhrgebiet in EM-Stimmung Teil 1 vom User Maximilian. Was schreibt er denn so Schönes? Hallo Kollege, heute fährst du den ICE 1011 bis Duisburg mit der Baureihe 401. Durch zusätzliche Sonderzüge zur Fußball-EM in Deutschland wird es voller als gewohnt. Die Fahrdienstleitung hatte dennoch probiert, einen reibungslosen Betrieb auf der Fernbahn zu ermöglichen. Als Lackierung wird der ICE 1 in Nationallackierung und der 4024 in der Eurobahnlackierung gebraucht. Denn die Züge der Linie RE3 fahren über Essen Hauptbahnhof. Viel Spaß mit dem ersten Teil dieser Serie zur EM. Es handelt sich um mein erstes Szenario. Ich hoffe, es läuft und freue mich über Feedback. Ja, da gibt es noch ein paar andere. Und ich glaube, die anderen werde ich mir auch nochmal anschauen. Und hier entriegeln. Licht machen wir mal an. Gut. Fahren. Lösen. Und losfahren. Nächster Halt, Essen Hauptbahnhof. Sehr gut. Ich rechne mal mit einer Zwangsbremse mindestens. Standard bei mir. Vielleicht schaffe ich es auch mal ohne. Sehr gut. Ich habe das Szenario schon etwas angespielt. Und abgesehen davon, dass die Sonne dezent blendet. Ja, das ist das Video doof. Ja, gut, so kann man fahren. die Signale haben dezent einen Leuchteffekt drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier von der Strecke ist und jetzt gerade mit der aktuellen Lichtstimmung das so kommt oder ob das von einer meiner vielen Mods kommt ist, was ich da installiert habe. Kann ich nicht sagen. Es stört mich jetzt nicht so extrem. Man sieht die Signale noch, aber ja, sieht so aus, als hätten die Power Level 300. Ja, gut. Machen wir nach oben. Wir wollen ja ein bisschen was von der Strecke sehen. Ja, gestern habe ich das Video gemacht zum City Transport Simulator. Wenn das Video hier rauskommt, dann ist das Video schon längst draußen. Und ich war noch heute überrascht, dass ich hier in Trainsim World auch noch Werbung dazu gesehen habe. Aber es ist eigentlich wenig verwunderlich, weil der Publisher ist ja Dovetail Games. Und ich habe noch ein interessantes Kommentar bekommen auf den City Transport Simulator. Da bin ich ja vor allem auf den Tram-Sim hier eingegangen, München und Wien. Und da wurde mir gesagt, dass wohl View-App da irgendwie Zoff hatte mit Aerosoft und sich die dann getrennt haben. Und sie dann zu Dovetail Games gegangen sind. Inwiefern es besser ist, ja, weiß nicht. Aber ja, ich glaube, beim Tramsim kommt dann kaum noch was. Und ich weiß nicht, ich glaube, das muss irgendwie so ein Aerosoft-Ding sein, dass da die Spiele irgendwie Vergessenheit gehen oder nicht gut sind. Denn heute bin ich im Steam-Workshop ein bisschen unterwegs gewesen, beziehungsweise im Shop. Und dann bin ich über den Bass gestoßen, der jetzt schon seit 3 Jahren im Early Access drin ist. Und wer ist der Publisher? Airsoft, der Entwickler ist TML Studios. Und im Mai haben sie einen Post rausgebracht mit, oh ja, 3 Jahre und wie ist euer Feedback? Und dieser Post kam bei der Community von Debasso gar nicht so gut an, weil es einfach nur so ein random Post war mit, ja, Jubiläum, Ende aus fertig, kein Update oder so. Und die fanden das nicht so geil, weil es über 1,5 Jahr gibt es auch bei Debasso kein Update mehr.
The community is not amused. Ich habe mir noch überlegt, ob ich mir das vielleicht anschaue, dass ich neben Omsi, was ich ja auch schon länger nicht mehr gespielt habe, mal den Bass ausprobiere. Und vielleicht mache ich es auch trotzdem, aber es wirkt halt auch wieder wie so ein halbtotes Spiel, wo einfach Early Access nicht ausgenutzt wird. Ich weiß nicht, also es gibt natürlich positive Beispiele von Early Access, wo die Community schön mit einbezogen wird, zum Beispiel U-Boat oder wo war das, Terraria und ach, wie heißt denn das eine Koloniespiel nochmal? Ah, fällt mir gerade nicht ein. Jedenfalls, es gibt Entwickler, die das auch wirklich so nutzen, wie es intended ist. Und manche sagen ja, halbfertig rausbringen und dann ab in die Vergessenheit. Oder wenn die Kritik zu groß ist, dann lassen wir irgendwie ins Spiel wieder sterben. Man muss bei Early Access einfach echt aufpassen. Gefühlt ist es so ein 50-50-Ding. Ob der Entwickler wirklich darauf eingeht und es auch nutzt oder halt nicht. Und dann gibt es noch diese Pseudo-Early Access, wo das Spiel eigentlich de facto fertig ist und es ist mehr so eine Art Vorverkauf. Naja. Wird sich, glaube ich, auch in der Zukunft nicht ändern, aber es schadet dann einfach an der Reputation. CER, Soft und View App. Auch der City Transport Simulator, das. Ja. Ja, nee, weiß nicht. Ich muss das Thema erstmal begraben, da schaue ich in einem Jahr nochmal vorbei und da mal sehen, was passiert. Habe ich auch zurückgegeben, das Spiel. Weil für den Preis ist es mir nicht wert. Jo, 140. Wie weit haben wir denn noch? 4,3 Kilometer. Gut. Mal, dass wir hier sauber ankommen. Der Halt danach ist dann Duisburg. Also so wahnsinnig dichter Verkehr ist jetzt nicht für jeden. Oha. Was kommt denn da von links? Moin. Was soll denn das? Eine Einfahrt oder wie? Ich bin hier doch in Intercity. Na gut. Wenn der Retrozug davor fahren darf, dann lasse ich das nochmal durchgehen. So, hinten das Signal. Vermutlich gleich dahinter um die Kurve. Da fährt er. Garantiert wegen ihm. Jo, da hinten ist es. Und Lehmagnet. So, einmal schön langsam ran. So, FTL, wie schaut's aus? Einfahrt. Gib Gummi. Ja,
Erinnert mich so ein bisschen an meine Expressfahrt, die ich gestern hatte in TD2. Warte, ich fahre mal eine kleine Runde. Da war für Freitagabend auch wirklich echt wenig los. 20, 21 Stellwerke zu 36 Fahrern. Eigentlich ein bisschen unüblich. Wobei ich muss sagen, irgendwie der stärkste Tag für TD2 ist der Montag. Warum auch immer. Und da war es halt so, dass ich da dezent pisst war während der Fahrt, weil in Krasnitsa oder Tarkowitz, bin ich mir sicher, was es geheißen hat, reingefahren, recht ruhig gewesen, der hat sich irgendwie mit einem anderen beschäftigt gehabt, der auf SZ fahren wollte und dann wieder doch nicht, wie auch immer, da hat er bei mir die Einfahrt vergessen, dann schreibe ich ihm so, ja, bist du mit Einfahrt, dann gibt er mir Einfahrt. Und dann hatte ich so einen Halt im Fahrplan drin, also wo der Halt drin steht, ohne PH oder PT, aber eine Zeit drin. Also wo man sich dann aussuchen kann, was es ist. In der Regel kannst du dann ja bei sowas durchfahren, weil es ja nicht weiter definiert ist, ob das jetzt ein Personenhalt ist oder nicht. Und dann war ich schon leicht verspätet, dann hat er mich bei dem besagten Halt oder angeblichen Halt dann noch weggelassen. Und dann frage ich ihn nur so, ja, warum tust du mich auf die Seite, weil ich bin ja eh schon zu spät. Das war noch mit so einer 50er Weich und ich bin eigentlich mit 160 unterwegs gewesen. Und dachte, ja, weil ich da einen Halt habe. Und dann sag ich, ja, der schau mal genau in den Fahrplan rein. Das ist kein Halt. Das ist irgendwas, aber kein Halt. Und dann hat er mich dann verspätet daraufhin loslassen. Und dann komme ich in die nächste Station rein. Da war dann ein verspäteter Güterzug auf einem langen Bahnsteig. Und ich war mit 350 Meter unterwegs. Und dann schickt er mich auf so einen S-Bahn-Bahnsteig. Das dachte ich noch, das ist ein Bahnsteig, der abgezäunt ist. Das war ein längerer, aber die erste Hälfte halt abgezäunt. Und dann sage ich ihm noch so, ja, ist ein bisschen kurzer Bahnsteig und links von mir auf meinem eigentlichen Bahnsteig steht dieser Güterzug. Ich war dann pünktlich bei seiner Station, weil ich hatte einen längeren PH. Und dann schickt er den Güterzug los und der hat mich dann halt nochmal 6 Minuten verspätet. Und ich habe ihn dann halt gezäfft und dann noch gesagt, ja, wie schaut's aus mit der Ausfahrt? Ja, Güterzug fährt jetzt vor dir und muss halt warten. Und das hat mich dann schon dezent genervt. Und dann, als er mir dann 5 Minuten später die Ausfahrt gegeben hat, schreibt er so eine gute Fahrt und er tut mir leid für die Verspätung, aber ist auch eh egal. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, oh nee, sicherlich nicht. Und hab dann die Beschwerde geschrieben. Das ist jetzt normalerweise nicht so mein Ding, irgend sowas. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu dreist. Und in der nächsten Station, ich glaube, das war dann, ja, das glaube ich war dann Tarkowitz. Da bin ich auf der Seite reingefahren, wo der Bahnübergang ist ein 60er aus. Ich habe runtergebremst. Und beim Runterbremsen bin ich vor mir entgleist. Und ich frage ihn dann so, ja, kann ich bei dir vielleicht wieder Neues fahren? Und dann schreibt er nicht drauf. Ich habe da so 2-3 Minuten gewartet. Dann gehe ich raus und dachte, ja, jetzt war ich bei ihm. Und dann geht der einfach offline. Und die nächste Station wäre Otwoko gewesen. Dann dachte ich, ja gut, dann gehen wir halt Otwoko rein. Dann taucht Otwoko in der Liste nicht auf. Und dann schaue ich in Station nach. Ja, Otwoko ist also schon die ganze Zeit weg. War Level 2 ja drin. Das hat mich dann, ah no, ganz schön getriggert und habe für ihn dann auch noch eine Beschwerde geschrieben, weil er dann mit aktiven Fahrplänen rausgegangen ist. Der hatte da recht viel sogar noch drin. Ja. Normalerweise, ja, schreibe ich es nicht wegen sowas, aber es war einfach so eine Kombo von Sachen, wo es mich dann einfach aufgeregt hat. An einer langen Fahrt. Und dann durfte ich dann quasi in der vorletzten Station einspawnen. Weil das die einzige war, die vor meinem Endhalt noch online war. Und dann konnte ich aber Gott sei Dank die Fahrt abschließen. Ja, es ist immer wieder ein Abenteuer in TD2. So, wie die alle einsteigen. Na Kollege, fährst du dann parallel mit aus? Sieht so aus.
Naja, und aufs Ticket hat er dann noch geantwortet, naja, der Güterzug, er hätte dann vermutlich noch länger, also die nächsten noch 10 oder 15 Minuten warten müssen. Ja, dann steht der halt. Aber andere Züge haben Vorrang. Was war denn das Typ da jetzt? Egal. Abfahrt. Duisburg. Ne? Was los? Geht doch. Freie Fahrt. Zugbeeinflussung. Noch ein schön langer ICE hier. Wie lang ist der eigentlich? 356 Meter. Okay. Oh, hier sind 100, da kommt dann nur 130. Hier und 160. Sehr gut. Einmal Vollgas bitte. Es ist auch momentan modtechnisch etwas ruhig rund und eins im World. Was ich jetzt noch gesehen habe, es gibt einige Announcement-Packs, die noch ganz interessant sind. Es gibt noch automatische Announcements, glaube ich, auf der East Coast Mainline. Die würde ich gerne noch mal zeigen. Das ist noch ganz cool. Ansonsten Patch-technisches ist auch nichts Neues da. Eine Verbesserung für die 4024. Aber nichts Weltbewegendes, was man sich noch anschauen könnte. Wo die Community jetzt irgendwie sehr dahinter ist, ist generell neue Fahrpläne zum Fahren, was ganz cool ist. Da ist zum Beispiel die, bei der Suseebahn gibt es einen neuen Fahrplan, aber die Strecke ist so kurz. Und es fehlt auch das passende Rollmaterial, dass sich das nicht wirklich lohnt anzusehen. Niedertalbahn gibt es auch einen neuen Fahrplan. Ich glaube, Niedertalbahn könnten wir uns vielleicht einmal anschauen. Ansonsten auf der Trains in World Community nichts Interessantes gefunden. Außer, ihr habt irgendwas Spannendes. Und sagt, hey, probiert doch das mal aus. Dann mache ich das gerne. Einfach in die Kommentare reinschreiben oder auf Discord irgendwo reinposten. Falls ihr da noch nicht seid, discord.gg/bravoalein. Dann kommt ihr auf den Community-Server. Sieht noch irgendwie schön aus in dieser Lichtstimmung. In der 30. Oh, verboten, jetzt soll die AFB machen. Was steht denn hier, du? Also, Güterzug. So muss das. Immer schön warten hier. So, Maximilian, ein bisschen mehr Gegenverkehr war noch schön.
oder Zeug, was ein bisschen rumsteht. Aber weil das mit dem Rumstehen, ich glaube, ohne den Editor kannst du das gar nicht machen. 100. Da steht der Nächste. Auch wieder Retro. Oh, habe ich euch alle ausgebremst? Ja, ein bisschen unschön, dass die beiden also hintereinander stehen. Ja, da kommt ja was. Ach, warten die da wegen der S-Bahn? Ich vermute mal. So, wieder 130. Los geht's. Wunderbar. Da vorne kommt gleich wieder was. Oh, 1,5. Ah ja. 151, passt schon. Moin FDL. Vermutlich gar nicht mehr da drin sitzt. Schade, alles leer hier. Da steht die nächste. Ohne Ausfahrt. Und dann haben wir es auch gleich wieder geschafft. Gut, die Strecke ist auch nicht wirklich länger, oder? Kurz gucken auf die Karte. Nö. In Nordfriesisch. Das mache ich jetzt selber. Ich könnte das wirklich mal ohne Zwangsbremsung schaffen. Nur zur Sicherheit. Also mal hier 100. Gut, hätten wir geschafft. Und da lächelt es mich schon gelb an. Und wie viel?
So. Boah, diese Sonne. Schön am Reinblenden hier. Herzlich willkommen in Duisburg Hauptbahnhof. Viel Spaß bei der IM. Wenn ich mal weiß, wo die genau abgehalten wird. Fußball ist so gar nicht mein Ding. Ja, also so als Fazit. Nette kurze Fahrt. Vielleicht ein bisschen mehr Gegenverkehr. Und die zwei Kandidaten, die da hintereinander gewesen sind, also der Güterzug und der, obwohl ich was Neuro City, zumindest einen von beiden wegmachen. Das ist komisch, also wenn die so hintereinander stehen. Hab dich noch erwischt. Jo, ein Stückchen noch. Ja, nicht das sauberste anhalten, aber angehalten. Was macht da hinten? Ja, das gibt Punkteabzug. Weil ich schon noch ein bisschen vorfahren soll. Ja, mein Gott, die eine Tür. Und noch was im Plan drin? Kurzer Plan? Nee. Ja, gut, das war also das Ruhrgebiet in EM-Stimmung, Teil 1. Nettes Szenario. Hoffe, das hat euch aufgefallen. Ich wünsche euch eine gute Fahrt und bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.